Aber hier ist jetzt schon, dass er richtig schon anpackt, anzieht. Morgen Handwerker, ich grüße euch. Ja, ich bin hier heute bei einem Kunden, der hat mich gerufen. Er hat hier so Fliesen bzw. Marmorfliesen. Die sind ziemlich dick und schwer und die haben sich hier vorne im Übergang vom Flur zum Wohnzimmer gelöst. Und ihr seht schon, hier ist damals mit Estrich oder Mörtel halt die Fliesen gelegt worden. Und wie kriegt man die jetzt wieder fest? Das ist heute unser Thema. Man könnte jetzt den ganzen Spieß, den ganzen Beton rausholen. Also die Fliesen hatten keine Verbindung. Der Rest ist eigentlich fest. Es kann sein, dass das damals zu trocken war hier. Das kann man so nicht mehr ganz nachvollziehen, weil wirklich keine Verbindung zu den Marmorfliesen ist oder auch war. Also das muss schon eigentlich immer los gewesen sein. Wie gesagt, man könnte jetzt hingehen, den ganzen Spieß rausklopfen, alles neu machen. Aber wenn der fest ist, so wie hier, der ist wirklich auf dem Boden noch bombenfest. Da hat er guten Kontakt gehabt und auch immer noch Kontakt. Wenn der los wäre, würde ich ihn rausholen. Er ist aber fest. Und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht und bin dann auf das Produkt von Otto Chemie gestoßen. Otto Chemie hat ganz neue Klebstoffe rausgebracht. Da ist jetzt zum Beispiel genau für geeignet der Turbo Toni, nennt er sich. Ich finde den Namen schon cool, also nicht ZF198 oder sowas, sondern einfach ein schöner Name, Turbo Toni. Der sieht so aus. Die haben jetzt ganz neue Verpackungen oder es ist alles neu, also der Klebstoff ist neu. Und ich will heute diesen Kleber testen mit euch und auch auftragen, ob das alles wirklich super funktioniert. Ich denke schon, es ist eine super Alternative dazu, dass man das alles rausholen muss. Und deswegen machen wir das heute. Was muss man als erstes machen? Also natürlich den alten Fliesenbelag oder die alte Fliese raus. Und muss dann staubfrei sein und partikelfrei. Ist normal, da darf natürlich nichts drauf sein, was irgendwie nicht dahin gehört. Und deswegen sauge ich das jetzt mal aus und dann schauen wir mal, wie die Fläche dann noch ist. Es muss natürlich dann der Belag staubfrei sein. Und natürlich auch der Fliesenbelag selber. Also unten mal schön sauber machen, könnte man auch mal mit einem feuchten Tuch drüber gehen, dass wirklich der Staub gebunden wird und weg ist. Ich hatte schon immer von Otto Klebstoffe dabei auf den Baustellen. Es gibt immer Situationen, wo man wirklich so einen Klebstoff braucht. Und gerade hier, dass ich jetzt nicht so viel Aufwand habe, sowas zu reparieren für den Kunden, ist dann eigentlich optimal. Also man braucht eigentlich nur einen Staubsauger, anständigen Kleber, eine anständige Presse und dann ist gut. Ich habe mir auch gleichzeitig hier die Handpresspistole, die H27 von Otto geholt, weil die hat eine Übersetzung von 12:1 auf 25:1. Die kann man hier einfach umstellen. Reindrücken, drehen, also von 12:1 auf 25:1. Die ist dafür gut, wenn man wirklich einen ganz zähen Klebstoff hat. Ihr kennt das, wenn ihr manchmal eine Presse zu Hause habt und seid am Drücken wie die Bekloppten, anders kann man es nicht sagen, dann ist es natürlich gut, wenn man so eine Presse hat. Deswegen habe ich mir die direkt mitgeholt und ich bin gespannt, wie sie gleich funktioniert, wie die Übersetzung ist. Der hat auch hier oben einen Schalter für Nachlaufen und Nicht-Nachlaufen. Also wenn man dann Stopp macht, ist auch Stopp. Da läuft dann nicht noch was hinterher. Ja, ich setze die mal ein. Beziehungsweise oben schneiden wir natürlich die Kappe ab. Nicht das Gewinde. Das Gewinde brauchen wir natürlich, um anschließend die Spritze bzw. die Tülle aufzuschrauben.
Nicht zu fest, nicht, dass es durchdreht. Hier oben schneide ich auch so, ja, so 5 mm ab. Aber direkt wieder aufheben hier beim Kunden. Und in die Tasche. So. Und dann kann es gleich auch schon losgehen. Ja, der Turbo Toni, der hat auch eine kurze Aushärtungszeit. Er ist sehr schnell belastbar. Nach 3 Stunden könnt ihr da schon wirklich voll belasten, die Fliesen. Und ja, ich mache gleich mal die Kamera näher dran, wie man den aufträgt, und kleben dann mal unsere erste Fliese. Nach der Aushärtung ist er auch schleifbar und überstreichbar. Also das ist natürlich dann auch gut, je nachdem, was man macht. Er quillt auch etwas auf. Ihr seht jetzt hier, ich habe die Fläche untereinander teilweise jetzt auch noch ein bisschen verklebt, damit ich da wirklich auf der sicheren Seite sein kann, dass das auch alles klappt. Wie wird der Kleber aufgetragen? Ganz einfach in langen, geraden Raupen, sage ich mal. Also nicht so Schlangen, weil dann ist die Verbindung nicht so okay. Ist auch für alles geeignet halt. Also Naturstein, da braucht ihr keine Bedenken haben, dass da irgendwas durchschlägt oder so. So, gerade auftragen. Jetzt setze ich die hier rein. So. Dann hole ich mir jetzt die zweite. So, hier ist die zweite Fliese. Auch. Ja, geht total butterleicht jetzt hier mit der Spritze. Wirklich super. Ihr seht das auch schon. Normal ist Kleber ja immer fest oder sehr zäh, aber der lässt sich wirklich jetzt auch durch die Spritze super auftragen. Direkt wieder Käppchen drauf. Ungefähr den Abstand hier von den Fugen. Leicht andrücken. Und nach den 3 Stunden werde ich dann auch verfugen. Beim Kleben auch keine Punkte machen, wie man das beim Trockenputz macht. Also das soll man auf keinen Fall machen. Halt, wie ich schon gezeigt habe, so Streifen und keine Schlangenlinien, weil dann verteilt sich der Kleber beim Aufsetzen auch richtig. Und bei Schlangenlinien ist es halt nicht so gut. Also macht es bitte auch gerade. Nach 20 Minuten hat er schon 50% der Festigkeit erreicht. Aber hier ist jetzt schon, dass er richtig schon anpackt, anzieht. Sieht gut aus. Ja, und jetzt die nächste schon. Ja, ihr seht, wie schnell das geht. Wenn man das richtige Material hat, richtige Material zum Kleben, ist das kein Problem. Ich habe mir die ganze Arbeit gespart, hier alles rauszureißen. Das ist schon echt für mich persönlich eine richtige Erleichterung. Ich mache jetzt hier so einen Abstand von 10 cm. Und das könnt ihr natürlich auch zu Hause, wenn ihr irgendwie eine Fliese zu Hause habt, irgendeine gebrannte oder wie die halt normalerweise sind, könnt ihr ganz normal die Fliese dann auch so einsetzen. Ja, sieht doch gut aus.
So, jetzt sind wir auch schon bei der letzten Fliese angelangt. Ihr seht, ohne Probleme geht das alles über die Bühne. So, wenn das jetzt trocken ist, dann wird das noch verfugt. Also wie gesagt, nach 3 Stunden ist das schon ziemlich ausgehärtet. Und dann ist der Kunde glücklich. Ich rutsche das hier noch ein bisschen zurecht, solange es noch frisch ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen bei eurem Vorhaben. Also wie gesagt, Otto Turbotoni von Otto Chemie. Es gibt auch noch andere Klebstoffe, die kann ich euch auch gerne mal vorstellen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert, weil da sind viele gute Klebstoffe bei. Ja, dann danke ich euch fürs Zugucken und bleibt am Ball. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Dirk.